wenn der Wirtschaftsminister, nachdem offensichtlich, und das hat er ja selbst bedauert in seinem Haus und durch ihn selbst, die Gasumlage vielleicht nicht doch die letztlich auch guten Schliff und auch rechtlichen Schliff gehabt hat, dass man hier nacharbeiten muss, werden wir uns natürlich auch seine Expertise anhören. Wir haben eine eigene Expertise und werden die auch mit Expertinnen und Experten auch noch mal in der Anhörung beleuchten. Und dann werden wir auch zu entsprechenden Schlussfolgerungen innerhalb der Koalition kommen für die weiteren Beratungen. Wir werden unter anderem in dieser Sitzungswoche wiederum Entlastungspakete auf den Weg bringen, die verabredet worden sind, unter anderem zur kalten Progression, unter anderem zur Absenkung der Umsatzsteuer beim Gas und dann eben auch noch andere Bereiche, die davon betroffen sind. Und das wird auch in den nächsten Wochen der Fall sein. Umso überraschter war ich gewesen, weil das insgesamt drei große Pakete bisher gewesen sind, über 100 Milliarden Euro, wo sich an den beiden ersten auch die Länder beteiligt haben, dass sich sowohl der Ministerpräsident Söder als auch Kretschmer, beide aus unterschiedlichen Parteien, aber oft im gemeinsamen Auftreten in den letzten Monaten sehr deutlich gemacht haben, dass sie sich eigentlich gar nicht an dieser Entlastung der Bürgerinnen und Bürger beteiligen möchten. Es ist eine gute Nachricht, dass die Gasspeicher jetzt zu 90% gefüllt sind. Das war eine wahre Kraftanstrengung, die Robert Habeck hier vorgenommen hat. Und es ist auch eine gute Nachricht, dass es jetzt gelungen ist, für das Unternehmen Rosneft und damit mit Blick auf die Abhängigkeit von russischem Öl eine Lösung zu finden und Rosneft unter die Treuhand der Bundesnetzagentur zu stellen. Zwei enorm wichtige Schritte. Und diese Woche steht im Deutschen Bundestag eine weitere Reform des Energiesicherheitsgesetzes an, mit der wir ernst machen bei einem weiteren, noch schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir heben kurzfristig alle Potenziale bei den erneuerbaren Energien, die man heben kann. Das heißt, die Deckel müssen weg bei Solar und Biomasse, das Runterregeln bei Wind am Land wird abgeschafft und wir machen Sonderausschreibungen für das Thema Solarenergie. Und wir als Grüne Bundestagsfraktion sagen, das muss jetzt schnell durchs parlamentarische Verfahren, das muss dann auch in der nächsten Sitzungswoche abgeschlossen werden. Da werben wir innerhalb der Koalition für. Die Strompreisbremse ist das richtige Instrument und sie muss schnellstmöglich umgesetzt werden. Wir haben weiterhin beschlossen, auch steuerliche Entlastungsmaßnahmen. Der Vorschlag des Bundesfinanzministers für einen Inflationsausgleich bei der Einkommensteuer, das betrifft 48 Millionen Einkommensteuerzahlerinnen und Einkommensteuerzahler in Deutschland, der wird in dieser Woche in den Deutschen Bundestag gehen. Wir werden also eine erste Lesung dieses Gesetzes haben, genauso wie wir die Mehrwertsteuersenkung auf Gas in den Deutschen Bundestag bringen. Also der Bundesfinanzminister hat hier bereits Vorarbeit geleistet. Diese wichtigen Teile des Entlastungspaketes 3 gehen jetzt bereits in die parlamentarische Beratung. Es braucht mehr bezahlbaren und mehr sicheren Strom in Deutschland. Und das müssen wir entsprechend an den Markt bringen. Bei den Erneuerbaren hat ja die Ampelkoalition schon einiges beschlossen. Ich denke an das Osterpaket beispielsweise. An dieser Stelle will ich betonen, dabei geht es mitnichten nur um Stromproduktion, erneuerbare Stromproduktion an Land, sondern insbesondere das Thema Offshore müssen wir voranbringen. Die Konsequenzen für die Energieversorgung liegen seit Wochen auf dem Tisch. Und wir sehen eine sich um fast alle Themen streitende Regierung. Das beginnt bei der Gasumlage. Sie wissen, dass wir den Antrag gestellt haben und wir werden ihn diese Woche noch einmal stellen, sie abzuschaffen. Das geht weiter über das Hochfahren der Kohlekraftwerke, Steinkohle und Braunkohle. Die Zusagen des Bundeswirtschaftsministers aus dem Sommer, dies jetzt unverzüglich zu tun, werden nur teilweise eingehalten. Zum Teil warten die Kraftwerke bis heute auf die Betriebsgenehmigung. Und dies gilt nicht zuletzt für die weitere Nutzung der Kernenergie. Wir wiederholen unseren Vorschlag, die drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke, Isar 2, Neckarwestheim und Emsland, weiterlaufen zu lassen. Die Möglichkeiten dazu sind in jeder Hinsicht gegeben. Personell, sicherheitstechnisch und auch rechtlich, wenn denn eine Änderung des Atomgesetzes so schnell wie möglich auf den Weg gebracht wird. Diese akute Gefahr
auch in Deutschland, die wir durch diese Preisentwicklung sehen, gerade bei Wirtschaft, bei Mittelstand, der Deindustrialisierung im internationalen Vergleich, zum Beispiel mit der USA, wo wir einen neunfach höheren Gaspreis mittlerweile haben, was natürlich auch zur Wettbewerbsverzerrung führt und natürlich auch die Wirtschaft in existenzielle Not führen wird. Deshalb muss die Bundesregierung hier endlich eine Strategie vorlegen, wie sie dem entgegengeht. Bislang sehen wir aktuell, dass die Bundesregierung hier nur auf Sicht fährt. Herr Habeck diskutiert und überlegt jetzt, die Gasumlage wieder abzuschaffen, also in welcher Form auch immer. Es gibt keine klare Strategie der Bundesregierung. Man will im Moment auch die Autonomie in Energieversorgung durch die Abschattung vom Markt erzielen. Und genau das ist unserer Auffassung auch der falsche Weg. Die Isolation ist der falsche Weg. Sie zerstört unser Land. Die gefährdet unsere Wirtschaft und auch unsere Bürger. Und deshalb muss es hier auch diese Lösung der Sanktionsaufhebung nur geben, damit unsere Bürger entlastet werden, damit auch unsere Wirtschaft wieder atmen kann. Ein möglicherweise irgendwann kommender Strompreisdeckel, geknüpft an eine undefinierte Zufallsgewinnabschöpfung auf EU-Ebene, das reicht überhaupt nicht aus. Nein, die Menschen brauchen jetzt Entlastung, die Menschen brauchen einen Energiepreisdeckel. Wir werden in dieser Woche auch das Thema Gaspreisdeckel ansprechen in der Fraktion und dazu einen Antrag vorbereiten. Minister Habeck hat zur Energieversorgung gesagt, wenn wir gut durch den Winter, wir würden gut durch den Winter kommen, wenn das Wetter mitspielt. Und das finde ich schon eine erschreckende Äußerung, denn es kann doch jetzt nicht davon abhängen, dass wir Glück haben und einen milden Winter erleben, ob die Energieversorgung der Bevölkerung, ob die sichergestellt ist, ob das ausreicht. Nein, da erwarte ich wirklich mehr. Ich erwarte, dass die Bundesregierung alles unternimmt, um die Energieversorgung sicherzustellen und eben auch sich dafür einzusetzen, dass wir bezahlbare Energie haben.